Humor, dieser dreckige Bastard. Er wollte gerade eben, wo wir in Mantic wieder zurück angekommen sind, wieder eine Gruppe Leute in die Wüste karren. Aber wir haben die Kutsche jetzt einfach mal sabotiert und das hat ihn natürlich richtig wütend gemacht. Zum Glück hat er nicht rausgefunden, dass Carol das war. Also er hat es nicht bemerkt. Und jetzt, wie gesagt, ich bleib hier einfach so stehen, hab gespeichert und auf einmal ploppt hier wieder so eine Unterhaltung auf. Das Rätsel um die Sande von Kogor. Das hören wir uns gleich mal an. We made it out of the desert without getting lost. We didn't bump into that strange monster either. The traps in the desert had to be that creature's doing. I've never heard of a monster with that sort of ability. As I recall, when the creature vanished, a feather fell from the sky. A pharaoh's feather? Do you think there might be some connection? Perhaps it was a talisman to keep us on the right path. The feather was there. Getting lost could be related to the pharaoh after all. Das kann schon sein. Ich meine, wir haben noch ein anderes Monster gefunden, von dem ich aber wieder geflohen bin, aus gutem Grund. Und zwar, ich habe es aber gescannt, hier im Buch der Monster. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt eigentlich finde. Nee, grüne Gefahr ist zwar auch wieder so ein etwas stärkeres, aber nee, das meine ich gar nicht. Was war denn das für eine... Das war eigentlich ein Insekt, war das. Hier. Genau, der Medusa-Schmetterling. Guckt euch das mal an. Das Ding ist auf Level 45 und hat über 117.000 Lebenspunkte. Also unmöglich, dass wir das im Moment besiegen können auf unserem derzeitigen Level. Aber das ist irgendwie interessant, dass wir hier trotzdem sehen können, wie viele Erfahrungspunkte und Geld und LP das gibt. Wenn wir es denn besiegen würden. Also 14.000 Erfahrung ist schon ganz schön viel. Aber wie gesagt, im Moment ist es einfach viel zu stark. Es ist viel zu stark und ich will, wie gesagt, die letzten Level-Boni, die ich noch habe, noch nicht einlösen. Aus gewissen Gründen. Und genau, den Bohr-Eremiten haben wir ja auch ausgelassen, der ist Level 34. Der hat ja auch, glaube ich, einen zu hohen Level noch. Also ich meine, der ist Level 34, wir sind jetzt so Level 32, 30, also ist auch noch nicht so ganz in Ordnung. Wir müssen immer noch ein bisschen stärker werden, also damit warte ich noch. Das sind ja auch nur optionale Monster, die wir nicht wirklich besiegen müssen. Aber können wir halt, wenn wir wollen. So, aber wir müssen uns jetzt sowieso mal hinlegen, dass wir wieder alles auffüllen. Oh, you've returned safe from... Welcome back. Looks like they've still got guards watching him. You must be tired. Please enjoy your stay. That Humor Punk is really a lousy guy. Why are there so many lousy guys in the world? It's probably some kind of disease. It's gotta be the disease they call stupidity. So you do catch on. I bet you're right. I wonder why they're trying to capture Pharaoh. I don't know, but at this rate, they're gonna send all of the adults in the town out into the desert. And once the adults are gone, it might be the children's turn next. No, that can't happen. If I just spoke to him as a representative of the Imperial family. Are you forgetting what happened in Heliord? Yeah, Estelle. He didn't care that you were the princess at all. He's not the kind of person who'll reasonably listen to the words of a princess. Whatever happened to the talk of going to Nordopolica? So should we help the townspeople, or should we help ourselves? Rita... Don't you want to know what the Entelechea is thinking? If so, you should put this whole business with Humor out of your mind for the time being. It's a strange feeling to be agreeing with you, but I think we should focus on meeting Bellius for now. Even if we captured Humor, we wouldn't have the authority to try him for his crimes. If we can't do anything about him, we should focus on what we actually can do. If only Flynn were here. Flynn? But where is he? I wish I knew. Guess we can't kill two birds with one stone, huh? I'm sorry, Estelle. We don't mean to be ganging up on you. It disgusts me, too, to imagine that jerk snoring all nice and cozy in his bed right now. But... Rita, I understand. Lock up a guy like that, and as soon as he's released, he'll just end up doing the same thing again. Yep, you know what they say. The only cure for stupidity is death.
The only cure for stupidity is death. I guess I'll have to play by my own rules. Du hast dich von allen getrennt. Ob das so eine gute Idee ist, Jurina, ich weiß ja nicht. Humor. No! Yuri, it's you! What are you doing here? Someone come quick! You would cross swords with a noble? Very well. I accept your challenge. No! How could this? You talk too much, Cumor. The time's come for you to make your exit. Do you have any idea the trouble you're in for even pointing that thing at me? Wait! I'm not the one to blame! I've just been following orders! I had no choice! Then don't hate me. Hate whoever gave you your orders. Wait! How about this? I could use my authority to pardon all of your crimes. A fresh start! I may even be able to have you reinstated as a knight! I have no shortage of money. With enough money, I'm sure I could satisfy your every wish. Go ahead, tell me what it is you want. There's only one thing I want from you. And what might that? No, stop! Stay back! Don't come any closer, you beast! I am Cumor, the captain of the Imperial Knights, the man destined to become Commandant! I beg you, spare my life! Please, no! Not like this! I don't want to go like this! Tell me, how many times have you heard those very words? My people have taken control of things here. The residents of this town won't suffer any longer. That ought to put you one step closer to your next promotion. I'm heading back to the others. Yuri, we need to talk later. I know. I'll be waiting, down at the lake.
Who'd have guessed this town could ever be this lively? Yes, it's a great relief to know the people here can live freely again. I'm still in shock that Flynn actually came. That was amazing timing! But Q-more might just cause more pain somewhere else. You watch! Flynn'll have that guy behind bars in no time! Right, Yuri? Oh, yeah. Yuri? Raven, you're gonna catch a cold. He wore himself out playing with all the children. You'd think he was 12 years old. Welcome back. They're still going out there. I can't keep up with them. What happened to Patty? She's still dancing. I really don't get kids. I saw you having a good time, though. You're an awesome dancer, Rita. Shut up. Huh? The old man's asleep already? That was quick. Yuri? Just gonna go have a word with Flynn. I'll be back. Alter, ernsthaft? Jetzt hat das schon wieder getan, zum zweiten Mal schon. Was ist mit Yuri los? Der gibt einfach mal einen Fick auf alles. Ich meine, zuerst hat Rago beseitigt und jetzt hat Kimura einfach im Treibsand zurückgelassen. Was ist mit ihm? Ich meine, ich kann es ja zu einem gewissen Grad ja schon verstehen, weil solche Typen kannst du nur hassen. Und die sind bis ins Mark verdorben, die werden sich niemals ändern. Und es ist einfach nur erbärmlich, wie die dann immer um ihr Leben flehen, weil wir ihn dann noch gefragt haben, wie oft hast du diese Worte eigentlich schon mal gehört? Ne? Wahrscheinlich oft genug und es hat ihn nie interessiert, ob die Leute, die er in solche Situationen gebracht hat, dann draufgegangen sind oder nicht. Und deswegen, warum sollte es jetzt bei ihm anders sein? Wo sollten wir da eine Ausnahme machen? Er hat es echt nicht anders verdient. Und damit haben wir quasi wieder einen Arsch weniger, der Probleme macht. Aber die Frage ist natürlich, von wem hat Kimura seine Befehle erhalten? Das haben wir nämlich leider nicht rausgefunden. Das hätte Yuri ja ruhig noch fragen können. So, wo ist Flynn jetzt eigentlich? Also man erkennt ja wenigstens, dass jetzt das hier seine Ritter sind, weil die eine andere Farbe haben. Ja, es ist schön kühl nachts und ich werde dafür sorgen, dass es nachts auch friedlich bleibt. Na, das hoffe ich doch. Aua, ich glaube, ich habe zu viel Milch getrunken. Ich habe Magenschmerzen. Oh, das klingt nach Laktoseintoleranz. Ah ja, unten am See, hat er ja gesagt, da vorne sehe ich ihn schon. Ich bin ja so froh, frei zu sein. Man vermisst etwas erst, wenn man es verloren hat. Wir sind den Rittern der Flynn-Brigade also großen Dank schuldig. Bevor wir hier eingetroffen sind, sah ich, dass am Himmel das so aussah wie ein riesiger Vogel. Ich fragte die anderen, aber ich war der Einzige der Brigade, der es gesehen hatte. Niemand glaubte mir. Gut, sonst sind hier keine Leute. Was ist mit euch? Ihr habt wohl Alf und Leila gerettet. Wir schulden euch etwas. Ich weiß nicht, wie ich das wieder gut machen kann. Ah, das passt schon. Ja, danke für alles. Dank euch sind wir frei vom Gouverneur und können unser normales Leben weiterführen. Gern geschehen. Captain Chumor war anscheinend kein echter Gouverneur. Er wollte verhindern, dass wir das herausfinden, also verhängte er eine Ausgangssperre. Tja. Das ist nicht nur ein Hurensohn, sondern auch noch ein Betrüger. Also, gleich mal doppelt scheiße, der Typ. Ich sage, der hat es nicht anders verdient. Dies ist Manteig, eine Oase mitten in der Wüste. Kannst du dich entspannen? Ja, jetzt kann man sich ja mal wieder entspannen, ne? Jetzt ist ja wieder alles in Butter. Aber wie Yuri das den anderen natürlich immer verschweigt. Ich meine, warum sollte er ihnen sowas auch erzählen, was er gemacht hat? Die würden ihn wahrscheinlich mit ganz anderen Augen sehen. Oh, was für ein gutes Gefühl, es ist frei zu sein. Uff, ich habe zu viel gegessen und getrunken. Ja, das wird sich auf der Toilette später noch rächen. Ah, Patty ist da. Ja, Mama und Papa sind zurück. Jetzt habe ich nachts keine Angst mehr. Ja, ich habe mir Sorgen gemacht, als ich mit meiner Schwester allein war. Was, wenn Kimura gekommen wäre? Aber jetzt, wo Papa zurück ist, ist alles in Ordnung.
Selbst fliegende Fische kommen nicht so weit, wie wir gereist sind. Ich bin erledigt. Ja, na dann, mach halt mal auch ein Päuschen, ne? So, jetzt müssen wir mal mit Flynn quatschen. Da ist er. Why don't you have a seat? You said we needed to talk? Tell me, why did you kill Tumor? You know it's not our place to pass sentence on the crimes of others. He was to be punished in accordance with the laws. And just what laws do you think would have punished him? The same laws that failed to punish Rigo? Give me a break. Yuri, you... The laws have always been the tools of whoever happens to hold all the chips. Just saying that doesn't make it right for individuals to judge right from wrong, or for you to operate your own private court of law. If the laws are at fault, then fixing those laws comes first. It's for that very reason that I'm still with the Imperial Knights. But you can't deny that lives were saved because those bastards were put down. You'd rather tell those people, sorry you had to die today, I promise we'll change things soon. That's not what I'm saying at all! They're out there, you know. People so bad, they'll just go on hurting others. What can the average person do but be victimized by people like that? You know it was the same way with our people in the lower quarter. Even so, Yuri, what you're doing isn't right. Do you intend to rain your justice down on all the villains of the world? That's the behavior of a common criminal. I recognize it for what it is, and I've made my choices. Murder is a crime. And even knowing that, you intend to dirty your hands. Intend to? I already have. So this is the path you've chosen. Don't make me repeat myself. I won't. But it seems you don't yet understand the full weight of your choices. As a knight, I cannot overlook your crimes. Captain, I finally found you! What is it? Our barricade of Nordopolica has been completed. Also, it appears that the Hunting Blades are on the move. Sir, we must go to Nordopolica quickly. Captain! Understood. Sir. Yuri? I know you better than anyone alive, Yuri. If you insist on walking down the path of a criminal. Oh, wait! Repeat! Yuri. So, you heard it all? I'm sorry. Are you afraid of me, Estelle? If you are, you can quit right here. Join Flynn and go back to the castle. I'm not going back. Hey. It's true the things you've done are against the law, but I'm confused. It's also true that your actions saved the lives of others. You never know. Someday I might turn my blade on you. You'd never do something like that without a reason. If you ever end up pointing your sword at me, I'm sure I will have done something to deserve it. If you're going to go with Flynn, now's your chance. You seem like he was in a hurry. No. I'm gonna continue on this journey with you. It's what I want. Traveling with you, I know I'll find the right path for myself, too. So what I'm thinking is... Here's to the road ahead. Thanks.
Oh, I haven't sawed logs like that for a good long while. Yeah, it's called oversleeping. We're ready to hit the road, so get that sleep out of your eyes. Hey, old man, your eyes are all droopy. What? That's not good. Jeez. Huh? There are fewer knights than before. Yeah, Flynn and his crew went back to Nordopolica. That must mean they were traveling by night. Was there some emergency they had to deal with? They wanted to eat some fish, so they went back to Nordopolica. Oh, come on, Patty. They're not like you. Maybe they had to take care of the monsters from the Colosseum. I'll bet Paul Estrale requested the help of the knights. We'll have to wait and see. Hmm? Well, it's just that Flynn said something about a barricade. Barricade? What could that mean? Are they out to arrest Bellius for what happened in the Great War? I can't imagine that Paul Estrale would be outmaneuvered that easily by the knights. I get the feeling this is gonna get messy. Maybe we should think twice about heading back to Nordopolica for now. But the new moon's almost here. If we miss this chance, who knows when we might meet Bellius again? If I can't go to Nordopolica, I can't get on a ship. If I don't get on a ship, I won't be able to find the Mare Estella or recover my memory. That's all well and good. I'm just not in a hurry to get tangled up with that armor-wearing bunch. Me neither. We'll just have to be careful, like always. No use panicking about it. Don't forget, I want to take a look at the Erkrenae and Kados. Don't worry, I haven't forgotten. All right, let's head out. Mit allen wieder vereinigt. Kimura ist verschwunden. Ja, das ist das, was die glauben. Things are bound to improve here in Mantaik, now that Flynn's liberated the town. They did allow the ringleader to escape, though. Kimura? Flynn will catch him in no time, right, Yuri? Oh yeah, sure he will. Is something wrong? He looked troubled. Estelle's not her usual perky self either. That's not true. I'm as happy as you all are that Mantaik's been freed. If you say so. Ich bin ja nur gespannt, ob das irgendwann mal noch rauskommt. Also, ob es die anderen irgendwann noch erfahren werden, ob die denn das erzählen, was Yuri gemacht hat. Das hätte ich von so einem Spiel ehrlich gesagt nicht erwartet. Also, dass da solche fast schon politischen Entscheidungen getroffen werden. Ich meine, gut, das war jetzt eher was Persönliches, aber es ist halt nicht so einfach, wie man jetzt Flynn gesehen hat. Also, er sagt halt ja vom Gesetz her, es ist falsch, was Yuri gemacht hat. Aber Yuri sagt so, naja, ich habe aber Menschenleben damit gerettet. Also, was das anbelangt, finde ich, hat er absolut richtig gehandelt, weil Menschenleben sind einfach mal so viel wichtiger als so ein blödes Gesetz. Vor allem, wenn es sowieso nichts taugt. Dann ist das Gesetz sowieso für den Arsch. Deswegen ist es doch wirklich viel, viel... What the fuck? Was macht der denn hier hinten? Ja, ich bring dich... was? Ich bring dich um, Baby, ja, bis du mal tot bist. Hey, das war nur Spaß. Ich imitiere nur Herrn Fu, verstehst du? Wer ist denn Herr Fu? Und warum ist hier so ein... Einfach mal so ein Loch? Flynn Teil 2. Your friend is quite talented, considering the ease with which he saved Mantaik. Who, Flynn? That was nothing for him. You know him really well, don't you, Yuri? Well, we've hung around together since we were kids. You don't hang around together much anymore, though. Yuri? Soll er nur keiner rausfinden, dass er schwul ist und auf ihn steht. Das ist doch sein größtes Geheimnis, wir wissen es alle. So, okay. Ja, komm, so eine Witch. Hey, das ist ja wirklich eine hübsche Stadt, nicht wahr? Vielleicht bleibe ich doch etwas länger hier. Naja, weil da vorne gibt es genug Wasser für alle. Endlich kann ich wieder aus dem Haus und an die frische Luft gehen. Dachte schon, ich würde das Sonnenlicht nie mehr sehen. Und alles dank dieses jungen Ritters Flynn. Ich bin ja so froh, frei zu sein. Man vermisst etwas. Ja, das hat sie eh schon mal gesagt. Flynn Brigade und so weiter. Aha, machen die jetzt hier? Ich habe auf meiner Urlaubsreise hier in Mantaik Station gemacht. Wirklich eine nette Stadt, nicht wahr?
So, eigentlich seid ihr doch diejenigen, die die Stadt gerettet haben, oder? Warum bedanken sich dann alle bei den Rittern? Weil Baum. So, gut. Alle so froh. Also ruhig ein bisschen im Wasser spielen. Das ist erfrischt. Ich glaube, hier kann ich sonst eh nichts mehr tun. Ich würde jetzt gerne mal den Part beenden. Wir sind ja doch schon wieder bei, naja, so 25 Minuten rum. Ich weiß nicht, wie lange jetzt die Rückreise nach Nordapolika nämlich dauern wird. Und deswegen, Typi, verkaufst du mir nochmal was? Mal Orangengummis. So. Das ganze andere Zeug hier. Heiliger Trank, auch nochmal zwei. So. Magische Augen nochmal eins. So, dass wir alles parat haben. Das ganze andere Zeug, das habe ich eh schon. Das ist alles hier teilweise schon gekauft worden und so. Also da brauchen wir jetzt eigentlich nichts mehr. Ja, passt schon. So, die Preise, die Preise sind dieselben. Ja, dann ist ja auch egal. So, also. Einfach nochmal hier speichern, stimmt's? Hey, du bist es. Und meine Feldflasche ist in der Wüste ein wahrer Lebensretter, was? Dann behalt sie. Benutz sie, solange du willst. Das ist meine Art, unsere neue Freiheit zu feiern. Ach so, wegen der Feldflasche. Ja, danke. Dann behalte ich die halt eben. So. Und dann geht's im nächsten Part wieder zurück nach Nordapolika. Ich bin immer noch so gespannt, wie Belius überhaupt aussieht. Und oh je. Wieso? Oh, jetzt habe ich das einfach so getriggert, na toll, okay. Hey Carol. Na, was ist los, Yuri? Wir haben Estelles Auftrag erfüllt. Sollte sich die heldenmutige Vespere nicht neue Aufgaben suchen? Ja, das stimmt. Was sollen wir machen? Wir könnten einen Auftrag in Dangris bekommen, wenn wir Mitglied der Union wären. Hey Junge, was redest du da? Die Union vergibt Aufträge nicht an, auch an Nichtmitglieder. Es gibt Abzüge, aber... Wirklich? Wirklich. Aber es ist ein weiter Weg von hier nach Darncrest. Wenn wir hier einen Außenposten der Union finden, könnten wir einen Auftrag bekommen. Da lass uns einen suchen. Julie, kommst du mit? Ja, wuff. Ach, aber was wird aus Pharaoh? Es ist okay, wenn es wichtig für die Gilde ist. Vielen Dank, Estelle. Okay, los geht's. Okay, jetzt suchen die nach einem... Außenposten oder wie? Oder was? Hä? Okay. Na gut, jetzt aber... Jetzt dachte ich schon, die wollten jetzt schon automatisch zurück nach Nordapolika. Nee. Ist ja nochmal gut gegangen. Also, bis zum nächsten Mal wieder bei Tales of Vesperia Definitive Edition. Da kommt noch einiges auf uns zu, Leute. Also, bis zum nächsten Mal wieder. Tschüsselchen.